Dieser 7 Monate alte Irish Setter-Rüde aus Bremen erlernte in unserer Hundeschule alles, was er und seine Menschen für eine harmonische und stressfreie Zukunft benötigen. Bei Begegnungen mit anderen Hunden, die an der Leine ziehen, bleibt er nun vollkommen gelassen. In Gegenwart einer Katze lässt sich sein Jagdtrieb ohne Probleme kontrollieren. Beim Einsteigen ins Auto macht er zunächst Sitz, bis er das Kommando zum Reinspringen bekommt. Auch diesem Hund begegnet er entspannt. Weder von Radfahrern noch dicht am Straßenverkehr lässt er sich aus der Ruhe bringen. Sobald man wie hier zum Beispiel an einer Ampel stehen bleibt, setzt er sich und wartet so lange geduldig, bis man wieder losgeht. Selbst von einem kläffenden Hund, der auf ihn zuspringt, lässt er sich nicht mehr irritieren. Durch die belebte Einkaufsstraße lässt er sich ohne Probleme an lockerer Leine führen. Im Café setzt er sich zunächst und legt sich nach kurzer Zeit hin. Auch in dieser Situation bleibt er entspannt, wenn ein anderer Hund an ihm vorbeigeht. Für den Kellner interessiert er sich gar nicht, sondern beobachtet von seiner Decke aus das Treiben. Auch sich schneller bewegende Reize wie Radfahrer, Jogger oder ein Elektromobil reizen ihn nicht mehr. Beim Verlassen des Cafés zeigt er sich wieder sehr geduldig und wartet, bis die Decke aufgenommen ist. Lässt sich nicht von dem ziehenden Hund irritieren. Und geht anschließend wieder an lockerer Leine bei Fuß. Beim Schaufensterbummel passt er sich aufmerksam dem Tempo des Menschen an und setzt sich wieder, sobald man stehen bleibt. Beim Aussteigen aus dem Auto wartet er, bis er zum Hinausspringen aufgefordert wird und drängelt nicht einfach los, nur weil die Heckklappe geöffnet wird. Wir können es nur ausdrücklich empfehlen, das Verhalten eines Hundes so frühzeitig wie möglich in die gewünschte Richtung zu lenken, sodass sich unerwünschte Verhaltensweisen gar nicht erst festigen können.